Hallo liebe LASK-Fans, da ist der Tobias Laval. Es freut mich, dass auf Instagram so viele Fragen von euch reingekommen sind. Die werde ich heute in der Raiffeisen Arena für euch beantworten. Mein Lieblingsessen ist Pasta eigentlich, mit verschiedenen Soßen und ist ein Gericht, das ich selber eigentlich sehr gut kann und man oft eigentlich daheim mache. Es ist leicht zu machen, von dem her esse ich das auch sehr oft. Eigentlich Tobi, meistens Tobi, ja. Aber bei uns ist es jetzt ein bisschen schwierig, weil wir zwei Tobis in der Mannschaft haben, aber ja. Dann würde ich Stürmer sein. Also ich habe in der Jugend eigentlich angefangen als Feldspieler, war da eh Stürmer eigentlich und hat mir auch Spaß gemacht, aber ja, hat dann nicht gereicht, beziehungsweise war ich dann im Tor einfach besser und ja, bin deswegen eigentlich dann so zum Tormann geworden. Ich war auf jeden Fall richtig aufgeregt davor und ja, wollte natürlich so gut wie möglich spielen und mich von meiner besten Seite zeigen und haben zwar leider verloren 3-0 gegen Rapid, aber es war ein richtig cooles Erlebnis und es war natürlich ein Traum von mir, der da in Erfüllung gegangen ist. Die Zusammenarbeit mit den anderen Torhütern ist sehr cool und haben ein richtig cooles Tormann-Team beim LASK. Haben wir speziell vom Gebi und vom Alex in den letzten Jahren richtig viel abschauen können. Macht einfach richtig Spaß, mit denen jeden Tag zusammenzuarbeiten und mit den anderen beiden natürlich auch, mit dem Luki und mit dem Nick, mit denen beide ich mich sehr gut verstehe und haben einfach ein richtig cooles Klima bei uns im Tormann-Team. Beim LASK natürlich. Und ja. So ein Traumverein wäre natürlich Chelsea zum Beispiel. Das ist ja, ein Verein, den ich seit jungen Jahren eigentlich schon verfolge. Und Premier League ist für mich die attraktivste Liga und eine richtig coole Liga mit richtig coolen Mannschaften. Und das wäre so ein Traum von mir, wo ich gerne mal spielen würde. Da kann ich mich eigentlich noch gut zurückerinnern an das erste Spiel da in der Raiffeisen Arena, wo wir gegen Lustenau eigentlich da das erste Mal dann herausgelaufen sind und eigentlich die komplette Wand da dann uns angepeitscht hat und uns angefeuert hat, die zwei Tormänner. Und das war ja ein richtig cooles Gefühl. Und ja, das wird sicher eines von den Momenten bleiben, die mir für längere Zeit in Erinnerung bleiben.